Die meisten Menschen leben nur vor sich hin, wissen nicht wohin, wissen nicht wo sie sind. Wozu auch der Tellerrand stoppt ihre Blicke, und jeder ist gern in der ordentlichen Mitte. Schon immer wird uns beigebracht, welche Sachen gut sind, welche Sachen man macht. Respekt vor der Macht und das jeden Tag, nicht das zu machen, was das Leben mag. Erlaubt es sich geistig zuzumüllen und mit bunten Pillen seine Wut zu stillen. Erlaubt es vor Chefs den Hut zu heben und auf Kosten anderer gut zu leben. Wer lange genug in einer Reihe steht, hat bald schon vergessen, wie man weitergeht. Gut, dass es deshalb noch Menschen gibt, die einen Scheiß drauf geben, was der Norm entspricht. Manche Regeln sind erfunden worden, damit Menschen sich nicht verwunden, ermorden. Doch die meisten Normen enthalten Leid, damit Kapitalherrschaft erhalten bleibt. Plündern bei Rewe ist nicht erlaubt, denn Scheiße baut, wer von Reichen klaut. Obdachlose sollen eher erfrieren, bevor sie in leere Häuser einziehen. Töten entspricht nicht unserer Norm. Willst du töten, dann bitte in Uniform. Graffiti an Wänden bringt uns zum Denken. Sie wollen saubere Menschen, nennen es Verbrechen. Doch auf jeder Werbung kannst du sehen, durch Shoppen glücklich im Handumdrehen, dass du einen Scheißlohn brauchst, wenn du ein iPhone kaufst. Ist legitim, aber nicht, dass du's einfach klaust. Es herrscht die Norm, wir sind normal. Unser Gott ist das Geld, unser Feind die Moral. Wir sollen konkurrieren, statt uns zu vertrauen. Die Gesellschaft ist grau, ich will auf ihr nicht bauen. Scheiß auf ihre Norm, sie ist das Letzte. Folg deinem Verstand und brich die Gesetze.